Juten, Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horse Reality. So, ich war ja im Urlaub gewesen und im Urlaub ist ein bisschen was passiert. Wir haben ein, zwei Folis bekommen. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesehen haben, von Katanga am 24. gekommen. Einmal very gut. Ja, ist gut. Besser wäre besser. Ein großes E, ein großes G, einmal Cream und das war's. Jo. Das war auch das einzigste von den Akal-Tigern, die entfohlen bekommen. Gucken wir mal nach den Brabantern. Da ist gar nichts. Oh, Mümmel ist groß geworden. Mümmel ist groß. Oh, der sieht ja schick aus. Der sieht ja aus wie Emi van de Bries, nur eben halt als Mannequin. Also, Edif, er ist groß. So, was wollte ich noch? Ach ja. So, da war wie gesagt nix. So, da gucken wir mal den Kamax. Da sind auch alle älter als 6. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, das hier war neu. Genau 3 Monate. Am 25.04. ist es erschienen. Oh, das ist nicht so schön. Einmal very good, zweimal average. Die Eltern sind Glanier, der hat dreimal very good. Und Alfridul hat zweimal very good. Das ist natürlich doof. Wo kam da das Average her? Ach, auch irgendwas unterwegs auf hier sammelt, was man nicht braucht. So. Trotzdem werden wir dich mal testen, was denn so alt in die Rinne gemischt wurde. Und da haben wir was. Ein großes E, ein großes A und sonst nichts. Das heißt, du wirst uns dann verlassen. Ach so, gut. So, dann gucken wir mal, was noch passiert ist. Also bei den Isländern war es das auch genau. Da kommen aber noch Amorelli, Elsa und Finja sind noch. Freya und Joy sind noch tragend. So, dann gucken wir mal, was bei den Mustangs passiert ist. Philly ist erwachsen. Und das war's. Das Fohlen ist ausgezogen zu Hause, hat jetzt einen eigenen Stall. So, und bei den Oldenburgern. Jetzt müssen wir mal gucken. Love Story. Ne, das kam am 23. Das müssten wir also eigentlich schon kennen. Das kam auch am 23. Müssen wir also auch schon kennen. Ach ja, das war das Schöne mit den dreimal. Very good. Ja, dann ist ja nicht wirklich viel passiert. Ich dachte, es waren mehr. So kann man sich denken, ne? Das sollte ich vielleicht das nächste Mal den Pferden überlassen. Die haben größere Köpfe. Ja. Also nur Datte. Okay. So, Dahlia ist noch tragend. Da kommt das nächste Fohlen in 4 Tagen. Gehen wir einfach mal die Pferde durch. Ach, so viele schöne Pferdchens. So, genau das vor. Das war das von Katanga, ne? Genau. Die Weißchen. Ja, Moment, irgendwie wollte ich doch irgendwelches nicht mehr haben, wenn dann und so. So, dann gucken wir mal nach. Also. Dahlia hat zweimal very good. Katanga hat dreimal very good. Schneeweißchen hat. Schneeweißchen wollte ich erst, wenn die Fohlen ausgewachsen sind. Genau, okay. So, dann gucken wir mal. Americo van de Bieten.
spielen hofft. So, von Emi kommt morgen ein Fohlen. Bin ich ja mal gespannt. So, das Fohlen, was hatte das denn? Ah, das hatte ein großes G, genau. So, Moonspell kennen wir schon. Moonlight kennen wir auch. Moonlight kriegt in 3 Tagen von Fred Party Dragon. Und Mümmel. Den Mümmel werden wir mal zum Mümmeln freigeben. So. Jetzt ist er auch befähigt, kleine Fohlen zu zeugen. So, das ist Philly. Die ist noch nicht gebriedet. Das kommt also noch. Was hat sie denn? Sie hat Kai, nicht das Ohl. Ne, sie hat das Tobiano, genau. So, dann gucken wir mal, wer alles Mustangs von unseren netten Leuten hat. Gucken wir natürlich als erstes mal bei Edif. Da ist er. Hordesis, Akalteke, Araber, Brabant, Friesen, Fjord, Haflinger, Shire, Quarter, Oldenburger, Isländer, Welsch, Kamak, Trakehner und Suffolk Punch. Keine Mustangs, oder? Nee. Gut. Dann gucken wir mal bei Salsam. Auf der Moonshine Ranch. Friesen, Gypsy, 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 aha, da haben wir schon welche. National Flake. Ah, das ist ja dieser Doppelcream. Wollen wir mal gucken, was der hat. Ah, der hat zweimal Average. Ei, das ist nicht so schön. Der hat einmal Very Good und ein. Dann gucken wir uns den mal an. Und wenn er ganz schnell ist, ist es ein Starlight Express. So, der hat einmal Very Good. Und 2 große E's, ein großes A, ein D. Und ein Champion in Raining. The Raining Man. So. Was ist denn hier mit Jimmy? Ein großes E, ein großes A, ein großes D und das Tobiano. Der sieht ja schon mal schick aus, wa? Jetzt müssen wir mal gucken. Was hat er denn? HRMT und HRMT, okay. Dann gucken wir uns mal Philly an. Nicht, dass die dann 76 und 96. Na, 96. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so einen großen Unterschied macht. Nehme es einfach mal und wenn nicht, werde ich es ja merken. So, mal gucken, was Salsam dafür haben will. 1000 Horse Credit. Machen wir. Achso, halt. Machen wir nicht. Oh. Ein schönes Geld. In der Sommer.
Was, schon fertig? So, uiuiui, so viel Kandidatinnen. Ja, wir machen erstmal. So, dann gucken wir mal bei. Okay. Wenn wir schon mal bei sind. Gucken wir uns nachher dann natürlich alles an, was da rauskommt. Sehr schön. So, was hatten wir jetzt? Philly hatten wir, oder? Hatten wir Philly? Ja. So, damit hätten wir Philly. Spaß haben lassen. Jetzt gucken wir Alfrüdil. Ach, wir haben noch so viel zu tun. Gut, also Jimmy machen wir erstmal weg. So, dann gucken wir mal, was hat sie denn hier noch an Pferden? Trakehner, Trakehner, Kamak. Interessiert mich so. Okay, so, dann gucken wir mal bei Natascha. Auch ein paar Mustangs, OLW wollen wir nicht. Von 1,96. So, das hat immer very good und immer average. Das ist nicht so schön. Nö. So OLW will ich nicht. Das ist ein Quarter. Okay. Dann wäre Natascha auch durchsucht. Was hatten wir denn noch? Keisha. Keisha, ja, ich glaube Keisha nach oben, genau. Da ist er. So, Araba, Island, 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 Trakehner, also auch für uns. Obwohl, wir haben ja, Moment, Alfrüdil haben wir als. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Eragon, Seltur, Z, SW1, W21, uff, okay. Den gucken wir uns mal an. Oh, der sieht ja schick aus. Hm, kann ich mir so ja leisten. So, erstmal gucken. Okay. Fahren. Sehr schön. Gut. So, dann gucken wir mal. Was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch? Quatsch. Also zwei Oldenburger. Zwei. Wie heißen sie gleich? Akateke und ein Mustang fehlt uns noch. Gut. Ich hatte letztens, hatte ich doch so einen schönen, ach ja, bei Trott, genau. Da ist er, oder sie, wie auch immer. Hat auch ein paar Akateke. Hat nur Akateke, nee, da noch ein paar Brabanter. Bambi Girl, oh. Ach ja, genau, Fred Party Dragon Captain war ja so. Eidolon hat auch Oldenburg, genau. Gucken wir uns mal an. Oh, der sieht ja schick aus. Wie
Länder denn dafür haben? 30. Ja, jetzt gucken wir mal. Unique Temptation. Okay. Abgefahren. So, dann könnte ich theoretisch damit auch noch die andere, wie heißt sie gleich, da. So, dann wären die beiden, dann fehlt uns jetzt nur noch unsere zwei, wie heißen sie gleich, Akaltheken. Der sieht ja auch schick aus. Der zweimal wäre gut. Na, wir gucken mal. Kann ich nicht? Oh nee, nicht für 10.000 Meister. Was machen die Karotte? Einmal very good. Was will er dafür haben? Boah, nee. Das sind 4G plus. Das war very good. Boah. Meister. Da steht Delta Points und Horse Credits. Na, sowas von im Widerspruch. Gut, dann hat sich das mit ihm auch erledigt. Das ist mir dann doch ein bisschen zu. So, dann gucken wir noch mal bei der Edif. Kuckuck, da bin ich wieder. So. Ronin. Oh. Schick, schick, schick. Very good, very good, very good. Oh. Oh, mal gucken, was er dafür haben möchte. 2500, das ist doch gekauft. Ich muss gucken, nehme ich Katanga? Ja, mal gucken, was da rauskommt. Achso, okay. Sehr schön. Und dann gucken wir mal noch. Das war bei ihr. Okay, dann gucken wir. Wen hatten wir denn noch nicht gehabt? Irgendwas mit Dream. Die Edeka-Mafia. Dream. Ja, war noch, ne? Heaven's Dream. Oh. Das ist ja mal. Nee, da will ich nichts mit zu tun haben. Gut, dann gucken wir hier nach. Was brauchten wir jetzt? Wir brauchten noch einmal Akaltheke. Nee. Blödsinn. Denn Akaltheke habe ich doch gerade voll gemacht. Hat noch nicht, stimmt. Also noch einmal Akaltheke, Stereoion, yes. Und abfahren. Nee, dann nehme ich lieber, glaube ich, einen von meinen. Habe ich ja auch noch welche da. So, ich könnte zum Beispiel Schneeweißchen und
Jamir. Obwohl, die hatten schon. Dann nehmen wir mal Negeis Gold und Schneeweißchen. Und mal gucken, kennen die sich irgendwie aus der Verwandtschaft? Katanga, Rigo, Katana-Attack, Mega, Klinike, nee. Sehr schön. Dann los geht's. So, dann fehlt uns jetzt noch ein Mustang. So, Elias Eagle A. Fünf very good. Ach, sieht aber schick aus. Tatsächlich fünf war very good. Und hat davon Genetik. Doppel E, Doppel ein A, ein Doppel Cream. Cool. Oh. Ich habe aber noch eben vergessen, wo ich gucken wollte. Bei der lieben Senzi habe ich doch vergessen zu gucken. Das hätte sie mir dann vielleicht noch übel genommen und das wollen wir nicht. So, was haben wir denn da? Okay, wir haben nachgeguckt. Festgestellt, wir haben zu spät nachgeguckt. Oldenburger sind alle abgefrühstückt. Ach, je. Tut mir leid. Aber der ist schön, ne? Foggy Day. Ein Double Cream, Double E. Fünfmal very good. Das ist schick, die nehmen wir. Für 1000 Horse Credits, weil mehr habe ich nicht. Dann gucken wir mal. Nö. Und nö. Schick, schick. Abgefahren. So. Und schon ist das schöne Geld wieder weg. Aber so ist das nun mal. Flubblubblub. Sehr schön. So, dann danke ich Edith für 75 Delta Points und für 2000 Horse Reality Credits. Mein Gott, schweres Wort. Und dann senden sie für 1500 Horse Reality Credits. Dafür, dass sie da meine Deckhengste benutzt haben. Da werde ich dann natürlich ab und zu mal reingucken, was sich da dann daraus ergeben hat. So. Snowman ist leider nicht verkauft worden. Das ist sehr schade. Muss ich ihn doch dem Pferdehof übergeben und Torim dasselbe. So, was haben wir denn da? Da. Also. Wen wollten wir? Snowman. Da ist er. Auf Wiedersehen. Und Torim. Da ist er. Na, schade, aber wenn es keine Nachfrage zu gibt, finde ich ein bisschen schade, da hätte man dann wirklich mal das langsam so einpflegen können, dass dann irgendwann mal das einer kauft. Wenigstens also ein, dass man das an einen NPC verkaufen kann, aber ja, irgendwie. Möchte das DeLorean wohl nicht. Schade, schade. Na gut, dann war es das erstmal für heute. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Hightower.